Hallo, schönen guten Morgen aus Straßburg. Es ist Donnerstag und der letzte Tag unserer Straßburg-Woche hier in unserer Februarsitzung. Ja, nach Nordhessen, wir sind uns ja alle einig. Die Ergebnisse von Labortests zu Abgaswerten haben nichts mit dem wahren Ausstoff von Stickoxiden im Alltag zu tun und Manipulationen sind hier auch nicht ausgeschlossen. Deswegen brauchen wir dringend Tests unter ganz realen Fahrbedingungen. Während der Ausarbeitung dieser neuen Tests haben Vertreter der Mitgliedstaaten leider de facto neue Grenzwerte für Stickstoffemissionen beschlossen, die doppelt so hoch sind wie die 2007 in einem EU-Gesetz beschlossenen Grenzwerte, also die Grenzwerte, die im Parlament festgelegt wurden. Dagegen hat jetzt der Umweltausschuss im EU-Parlament Einspruch erhoben, der diese Woche, also gestern, knapp vom Plenum abgelehnt wurde. Positiv daran ist, dass jetzt Klarheit herrscht für Verbraucher und Hersteller. Der Test unter realen Bedingungen kommt. Das wäre bei einer Zustimmung zum Einspruch nicht sicher gewesen. Darüber hinaus hat der Druck aus dem Parlament die EU-Kommission auch überzeugt, über eine Revisionsklausel zu einer zeitlichen Begrenzung der Spielräume bei den Abgasgrenzwerten zu kommen. Der Einstieg ist also geschafft in ein neues und deutlich verlässlicheres Testsystem. Und jetzt gilt es, auch von Parlamentsseite auf die zügige Umsetzung zu achten. Viel Aufmerksamkeit hat auch eine Positionierung des Parlaments zum Dienstleistungsabkommen TISA bekommen. TISA soll ja ein bestehendes Abkommen von 1995 modernisieren. An der Verhandlung zu TISA sind 23 Staaten beteiligt und für Europa bzw. EU sitzt die Europäische Kommission mit am Verhandlungstisch. Das Parlament ist bei den Verhandlungen nicht beteiligt, wie bei allen Handelsabkommen, muss aber am Ende den Daumen heben oder senken. Um der Kommission jetzt aber klarzumachen, wohin die Reise aus Parlament sich gehen muss, damit wir am Ende dann auch dem Abkommen zustimmen können, haben wir gestern unsere roten Linien formuliert. Wir fordern etwa, dass über TISA Datenschutzrechte und Regulierungen zu Finanzdienstleistungen nicht aufgeweicht werden dürfen. Außerdem müssen öffentliche Dienstleistungen komplett ausgeklammert werden. Also die für uns ganz, ganz wichtigen Bereiche Bildung und Gesundheit und viele andere natürlich auch. Dagegen erwarten wir, dass aber internationale Standards, beispielsweise im Bereich der Telekommunikation oder im Verkehr, gefördert werden. Und wir fordern zum Beispiel auch Verbesserungen für Europäer beim Onlinehandel und Reisen ins Ausland. Natürlich gilt das auch für einige Stichworte hier, Roaming oder Fluggastrechte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wäre aus meiner Sicht so das Wichtigste, was wir in dieser Woche hier beschlossen haben. In Kürze, wir sehen uns wieder im März zu unserer nächsten Straßburg-Woche. Bis dahin und schöne Grüße nach Nordhessen, eure Martina.